das sieht ja übelst nach Chains aus. Spacey aber das war schon. Numa macht direkt Druck. Ja. Das ist natürlich, die Falco-Kombos. Auf Final Destination alles gerade schön einfach. Ja. Oh, ich sage, hast du die gepennt? Oh, und da geht der erste Mal. Ärgerlich. Souverän. Standing Lasers. Member der GSF. Oh, das dürfte es gewesen sein. Das? Nein. Gute Recovery. Es sieht nicht wirklich aus, als könnte Ryder da Fuß fassen. Gut, es ja. Na, er tut halt, was er kann. Aber Luma ist einfach auch ein mieser Bastard. Ja. Und Saber Ryder kann halt zum Beispiel auch keine Short-Top Double Laser. Er kann nur Standing Laser. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, dass man das nicht im aber Fox Recovery halt, ne? Ja, das hatte etwas von NTSC, aber ja, das sieht stark nach einem Forstock aus. Wobei Saber Ryder gerade noch meinte, er hat auch noch ein Wort mitzureden mit der Up Smash. Aber Luma wird das wohl recht souverän durchziehen. Weißt du, was mich jetzt extrem beunruhigt? Ja, dass Luma jetzt einen Falco spielt. Ich hoffe, das wird nicht zur Gewohnheit, ey, das wäre grausam. Ja, nein. Hey, seine Chic ist schnell zu... Ey, Alter, darf ich mal abbeißen? So, und das erste Match geht an Luma. Oh, wir haben gar nicht aufgepasst. Wir waren damit beschäftigt, Mr. Love beim Essen zuzusehen. Und schon war das Match vorbei. So ist das mit Luma. Hast du da einen McDouble? Ja. Alter, nice. Wie kannst du es wagen? Heißt das, Dusan ist jetzt da? Okay, Dusan ist unser Haus. Ja, Dusan ist eingetroffen, alles klar. Oh, Sheik! Wir sehen Lumas Sheik. Nicht die rote, nein, die hat er ja auch verloren. Das wäre auch ein ganz schöner Bitch-Move, wenn er die jetzt pullen würde. Oh, und die Needle Edge Guards. Oh. Autokombos. Ich glaube, Luma nutzt diese Matches eiskalt, um seine Chars warm zu spielen. Ja. Es kommt mir nämlich fast so vor. Wenn ja, wäre das natürlich ein übelster Disrespect, aber das weiß er aber wahrscheinlich gar nicht. Ja, es ist vielleicht auch besser so. Oh! Ah, da wurde er angezündet. Oh, schade. Oh, da wollte er den Outshine machen. Also versteht offensichtlich doch ein bisschen. Ja, aber das hat Luma leider predicted. Aber wenn ich richtig hat er vorhin auch so ein, zwei Outshines gemacht gegen diesen Falcon-Spieler da. Das war schon ziemlich stylisch. Oh, und da bald gegen einen erfahrenen Spieler wie Luma funktioniert das nicht. Konsequent, ohne Ende. Luma haut da rein. Ja, Luma macht einfach ohne Ende Druck. Aber jetzt, Saber Ryder versucht Comeback zu machen. Oh! Wahnsinn! Saber Ryder zieht einen Stock mit der Disrespect Taunt. Aber jetzt... Dusan! Ich hab den Schlafsack mit, Alter. Alter, du bist der Beste. Ja, ich weiß, dass ich der Beste bin. Und das dürfte es gewesen sein. Nein! Da wollte er... Da wollte er... Mit dem Edgehog. Ja. Wollte er eiskalt kopieren, das hat noch nicht geklappt. Und Saber Ryder hat ganz klar den Edge Guard gegen... Da, die Disrespect-Chain, Alter, das ist mies. Die Disrespect-Chain, Die Chain-Chain. Okay, das dürfte es gewesen sein. Ja. Aber Saber Ryder hat gezeigt, so free ist er doch nicht. Nee. Er hat definitiv einen Edge Guard gegen Luma verwandelt. Ja. Ich würde sagen, gegen Ski kommt er wohl besser an. Ja. So, ich weiß nicht, vielleicht spielt er hier. Wird jetzt antreten. Wo ist Leon? Geh
Gegen Swagcube. Oh, Doosan gegen Swagcube. So Vergewaltigung werden. Ja. Eine Vergewaltigung vor dem Herrn. Dennis, Alter, das ist nicht fair. Nee. Mr. Love isst hier einfach für uns den Riesenburger und das ist nicht unbedingt nett von ihm. Wir sind hier am Verhungern. Big Rösti. Einen Big Rösti. Shoutouts an Mustafa, falls er zuguckt. Ich schaff diesen Big Rösti. Versprochen. Oh, Challenge accepted.